Jetzt am Wort ist Georg Bürstmeier, erst von den Grünen. Ich freue mich, dass es noch vor dem Sommer gelungen ist, diese sogenannte Bund-Länder-Vereinbarung wieder einen Schritt weiterzubringen und damit zu ermöglichen, dass möglichst rasch die höheren Tagsätze für die Betreuung von Geflüchteten in Österreich auch ausgezahlt werden können. Ich habe gestern schon einmal kurz angesprochen, normalerweise dauert die Umsetzung einer solchen sogenannten 15a-Vereinbarung, einer Bund-Länder-Vereinbarung unter Umständen viele, viele Monate. Wir haben versucht, jedenfalls auf Seiten des Bundes ein bisschen Dampf dahinter zu bringen. Und das passiert heute. Jetzt braucht es nur, unter Anführungszeichen, noch 9 Landtage. Die Unterschriften der Landeshauptleute hätten wir schon, damit die Sache tatsächlich finalisiert ist. Und ich hoffe, dass das möglichst bald geschieht, denn es kann nicht sein, dass die Bundesländer und vor allen Dingen das NGOs und das viele Private in Vorleistung treten müssen und privat finanzieren und kofinanzieren müssen, wo es um eine Aufgabe geht, die letztlich von unserer ganzen Gesellschaft, vom Staat, vom Bund von Österreich zu erfüllen ist, nämlich die menschenwürdige, die gute Betreuung und Versorgung von geflüchteten Menschen. Und wissen Sie, es gibt mehrere Interviews mit Flüchtlingen aus der Ukraine, die immer wieder das Gleiche gesagt haben: Ich habe mir vor einer Woche nicht vorstellen können, ich hatte keine Idee davon, dass ich selber Flüchtling werden könnte. Wir alle in Österreich haben keine Idee davon, dass uns das einmal geschehen könnte. Uns geht es genauso wie den Menschen in der Ukraine vor dem 24. Februar. Wenn Sie versuchen, sich in diese Menschen hineinzuversetzen, dann werden Sie sehr rasch zum Schluss kommen, dass Sie sich eines wünschen, wenn Sie flüchten müssen, dass Sie gut, dass Sie freundlich, dass Sie menschenwürdig aufgenommen werden. Wir können als neutrales Österreich in diesem schrecklichen Krieg, den Putins Russland in der Ukraine führt, weder eingreifen noch intervenieren. Und auch ich stehe zu dieser Neutralität Österreichs. Aber das heißt nicht, dass wir in irgendeiner Weise gleichgültig sind und sein dürfen. Und das, was wir tun können, nämlich jenen Frauen und Kindern aus der Ukraine, die zu uns geflüchtet sind, ein möglichst würdiges, ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen, solange es dauert. Egal, ob das 3 Monate oder 3 Jahre sind. Und diesen Menschen zu sagen, sie sind willkommen, das können wir tun. Wir haben heute vor einigen Stunden, es ist fast unbemerkt geblieben, auch beschlossen und erreicht, und darüber bin ich auch sehr froh, dass Ukrainerinnen mit Kindern rückwirkend die Familienbeihilfe ausbezahlt wird, gleichgültig, ob sie eine Arbeit haben oder nicht, gleichgültig, ob sie in Grundversorgung sind oder nicht. Und das ist gut und richtig und wichtig so, denn es geht um Kinder in Österreich und die brauchen dieses Geld. Und heute, jetzt setzen wir einen kleinen weiteren Schritt zu dieser guten Betreuung von geflüchteten Menschen in Österreich. Und meine Damen und Herren von der FPÖ, ja, dazu stehen wir. Und wenn ihr euch auf den Kopf stellt, das werden wir weiter tun. Danke fürs Zuhören.
UkrainerInnen mit Kindern werde rückwirkend ebenfalls die Familienbeihilfe ausbezahlt. Diese Familien würden dieses Geld dringend brauchen, betont Georg Pürstmeier von den Grünen. Üblicherweise dauert die Umsetzung einer 15-AV-Einbarung zwischen Bund und Ländern Monate. Es sei wichtig, dass die Erhöhung der Kostensätze noch vor dem Sommer passiert sei.